Hallo, liebe Zuschauer, hier bei unserem geilen Talk. Robin und ich reden jetzt über Evolve. Frisch rausgekommen diese Woche. Ich glaube, muss man nicht viel zu sagen. Monster wird von 4 bösen Jägern gejagt. Obwohl er eigentlich nur in seiner Wildnis, in der Flora und Fauna leben möchte, in Frieden. Aber naja, wie es halt eben ist mit der Industrialisierung der Menschheit. Das soll halt im Ölbohrturm hin. Du hast dich mit der Story gar nicht beschäftigt, worum es bei Evolve geht. Oder? Ich sage einfach, das Monster ist das Opfer in dieser Geschichte. Es markiert nur sein Revier, meine Güte. Ich meine, was sagt die Geschichte? Die Geschichte sagt, oh, da ist auf einmal ein Monster, was uns Eindringlinge alle tötet. Ja, denk mal drüber nach. Also ich kann es jetzt gerade nicht hundertprozentig wiedergeben, aber soweit ich das weiß, sind es eigentlich, glaube ich, sind Kolonien von Menschen. Ja. Und auf einmal sind diese Monster da und machen halt richtig Stress. Ja, angesichts der Maps glaube ich nicht, dass die sich schon so krass ausgebreitet haben, dass sie jeden Flecken der Erde gesehen haben. Naja, also keine Ahnung, wie gesagt, das ist also ein bisschen spekulativ, aber... Ich glaube echt, dass die einfach auf einmal da waren und keiner weiß so richtig, wo sie herkommen. Das war jetzt so Alien-mäßig so, die sind halt einfach da. Prinzipiell so. Gut gegen böse kann man da wahrscheinlich nicht sagen. Nö. Sondern nö. Einfach Urinstinkte gegen menschliche Gewalt. Mhm. So kann man es ausdrücken. Ich kann dir nur vorschlagen, setz du dich mal einen Rudel Löwen. Rudel Löwen. Ja, was mache ich mit dem... Und beschwer dich dann auch, wenn die mir nicht empfallen. Also meine Güte. Ja, so ist es. Genau, Evolve, ich lege die Packung hier mal weg, weil die fällt garantiert runter. Das war nicht allzu schlimm. Das war unsere schöne Deko, die wir hatten. Evolve spaltet gerade, so wie man die sozialen Kanäle begutachtet, ziemlich die Gemüter. Ja, aus einem einzigen Grund. Also eigentlich nur aus einem einzigen Grund. Und zwar... Letztendlich das, was eigentlich alle Spiele machen, und sie machen es jetzt mal, sie übertreiben es jetzt ein kleines bisschen, und zwar diese Micropayment-Zusatz-DLC-Geschichten halt so. Ich kaufe dir einen Skin für $24,99, so gefühlt. Fairer Preis. Fairer Preis für einen Waffenskin. Also eigentlich das Einzige, was sie jetzt halt gemacht haben, ist, sie haben es halt im... Die Spieler lassen sich halt schon in einem großen Teil echt verarschen. Die ganze Zeit. Ob es bei Battlefield oder bei Call of Duty, ob es irgendwo ist, die Leute lassen sich halt verarschen. So. Und jetzt gerade merken sie, dass sie ein bisschen zu sehr verarscht wurden. So. Und jetzt merken auch sie so, okay, für einen Waffenskin $1,99 ist selbst ihnen zu viel, da pöbel ich jetzt mal. Und dann pöbeln alle mit. Das heißt, aktuell sind Twitter, Facebook, alles Mögliche ist halt voll mit, das ist total kacke insgesamt. Irgendwie, du kannst einen Season Pass kaufen für $25, glaube ich. Aber du kriegst ja nicht alles mit. Und dann gibt es immer noch, glaube ich, $140 insgesamt, die du halt kaufen müsstest, ja. Um halt wirklich jeden Skin und so weiter und so fort zu haben. Ja. Was ja prinzipiell nicht schlimm ist, ich meine, gucken wir uns alles Mögliche an Spielen an, also die machen das alle so. Das, was glaube ich wirklich ein bisschen problematisch ist, ist halt diese Monstergeschichte, dass es halt ein wirkliches, ein Spielelement gibt, eine Monsterklasse quasi, die nur Vorbesteller irgendwann bekommen, wenn es mal rauskommt. Behemoth, genau. Ja, das ist, also klar, so Skins kaufen, so kennt man ja jetzt gerade auch bei MOBAs, ist es ja gang und gäbe. Muss man aber differenzieren, die sind free to play. Genau, wollte ich gerade sagen, aber danke, dass du mich unterbrochen hast und nichts zu Ende ausreden lässt, weil genau das wollte ich anmerken. Sind natürlich free to play, die müssen sich refinanzieren, da sehe ich es auch voll und ganz ein. Ich meine, gut, jetzt irgendwie auf eine Waffe blau ist oder schwarz, das juckt mich persönlich nicht. Wenn jemand dafür die 1,99 ausgeben möchte, okay, freut er sich. Wenn er sie halt eben nicht ausgeben möchte, dann hat er es halt eben auch nicht. Also ich brauche es jetzt persönlich auch nicht. Hm. Wie du aber sagst mit diesem Monster, das ist natürlich schon so eine Sache. Erstens, weil das Viech ja eigentlich schon fertig, in Anführungsstrichen fertig ist. Klar, die sagen, ja, ja, wir müssen noch dran werkeln. Jetzt werkeln die angeblich 2 Wochen dran und dann hauen sie das Monster raus. Was mich daran einfach nur stört, ist, okay, die Leute, die entweder diese Vorbestellungsaktion gemacht haben, wo sie das Monster kriegen, oder diese 15 Euro dafür ausgeben, die werde ich im Spiel begegnen. So, das heißt, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es vom Balance ist. Vielleicht ist der Behemoth auch total Grütze und keiner spielt den. Ja, ist egal. Aber nichtsdestotrotz werde ich notgedrungen damit konfrontiert, im Spiel irgendwann vielleicht gegen den spielen zu müssen. Und wenn der mir dann halt eben die Hucke vollhaut, was bei meinen Skills auch nicht so unwahrscheinlich ist, werde ich natürlich die Schuld den 15 Euro geben, die er dafür ausgegeben hat. Und du nicht? Nee, ich absolut nicht, weil ich gebe ja... ja 15 Euro, weißt du, was 15 Euro für mich heißt? Ja. Das heißt bei meinem Auto ein Achtel Tankfüllung. Das heißt, dann kann ich wieder 3 Tage mit fahren.
15 Burger sind das. Ja, genau, meine Güte, das muss man sagen. Das sind 30 Bild-Zeitungen, meine Fresse. nee, aber und da hatten wir auch schon drüber geredet. Prinzipiell habe ich ja, also Call of Duty macht es ja auch immer hier 4 oder 5 Maps für 20 Euro. Genau. Okay, aber da ist es ja trotzdem, wenn ich das nicht gekauft habe, die Maps, dann spiele ich auch nicht auf diesen Maps. Ja, ist natürlich bei solchen, also jetzt auch alles mit der Natur, dann auch Titanfall, Halo, die haben es ja alle so gemacht. Lässt sich jetzt auch drüber streiten, denn letztendlich, ich habe das zum Beispiel bei Titanfall gemerkt, was ich jetzt halt auf der Xbox One echt sehr, sehr viel gespielt habe, auch noch viele Monate danach. Du hast halt gerade bei solchen Spielen, die halt nicht Call of Duty und Halo heißen, eine extrem niedrige Halbwertszeit, was Communities angeht. Ja. Das heißt, nach 2 Monaten spielt das halt gefühlt keine Sau mehr. Und dann ist es so, wenn dann halt ein neues Map-Pack kommt, hast du halt zwar neue Spieler, die spielen aber alle auf dem neuen Map-Pack. Das heißt, du kannst dann 2 Monate später, findest du auf den alten Maps halt keine mehr. Das heißt, du denkst halt schon irgendwie, ja, komm, die 4 Dollar sollt ihr jetzt von mir bekommen. Aber letztendlich bleibt es immer fair und es ist halt trotzdem immer so, okay, du spielst halt wirklich nur inhaltlich gegen das, was du halt auch gekauft hast. Und das ist halt genau das Problem, was ja auch viele haben. Die sagen halt, wenn ich in einem Free-to-Play-Spiel jetzt bei League of Legends oder so, wenn ich da halt gegen Champion spiele, den ich selbst halt nicht habe, heißt es halt, okay, gib halt deine x Euro dafür aus, dann hast du den auch. Oder du wartest halt, bis er mal umsonst ist. Ansonsten beschwer dich nicht, das Spiel ist ja umsonst so. Genau. Bei Evolve ist es aber halt so, das ist halt nicht ein Free-to-Play-Spiel, das ist kein 20-Euro-Titel, sondern das ist halt ein fucking 60-Euro-Ding, was halt auf einer Stufe steht mit FIFA, Call of Duty, GTA und so weiter und so fort. Und dann halt zu sagen, ey, übrigens für 15 Euro gibt's halt nochmal einen coolen neuen Inhalt, ist halt schon irgendwie nicht so smart. Also irgendwie, da muss doch mal einer gesagt haben, so, ey Leute, meint ihr nicht, wir kriegen da richtig Hass für ins Haus, so. Und das ist halt das, was aktuell verständlicherweise halt für Aufsehen sorgt, quasi. Ich kann es ja halt eben auch mit guten Beispielen machen. Gerade bei der Battlefield-Community ist ja auch immer so viel Hass drin gegenüber den Waffen, die man im Spiel freischalten kann. Mhm. Nämlich, du gehst auf den Server und dann ist da natürlich schon ein Level 60, der hat dann schon die Fernlenkraketen für jedes Fahrzeug, was vorhanden ist, wahrscheinlich auch irgendwie für das Motorrad. Mhm. Und hat dann natürlich auch bessere MGs, die er sich freigeschaltet hat, und da kotzen die Spieler schon ab, so, ja gut, ich bin jetzt Level 10 und dann kommt der da mit Level 60 an, mit seinen ganzen Aufsätzen, so hast du ja gar keine Chance. Jetzt stell dir vor, bei Battlefield würde es heißen, okay, du kannst diese 5 Sturmgewehre für 15 Euro kaufen, die du dann im Spiel hast und alle anderen nicht. Oder bei FIFA heißt es, du kannst die deutsche Nationalmannschaft kaufen, die haben die anderen nicht. Ja, das ist schon wieder, also ich meine, ich bin jetzt prinzipiell zum Beispiel jemand, der diese ganze Freischaltgeschichte online halt super verachtet, und ich komme halt von Counter-Strike damals über Halo, da ist es halt egal, ob du 2 oder 2000 Stunden gespielt hast, du hast die gleichen scheiß Waffen gehabt. So. Das Einzige, was immer mal gemacht wurde, war bei Halo Reach, du konntest halt Rüstungen freischalten, die halt dann anders aussehen, was halt vollkommen egal war. So. Ich mag halt schon allein dieses Überlevel freischalten nicht so wirklich. Da habe ich mich schon immer so angekotzt gefühlt, dass ich dachte so, ja toll, Alter, er hat jetzt halt 200 Stunden mehr gespielt und hat jetzt das tolle MG und ich muss mich jetzt 200 Stunden lang verhauen lassen, bis ich das halt auch habe. Das hat mich schon gestört und jetzt ist es halt so, toll, Alter, er hat jetzt halt die 15 Euro ausgegeben. Also noch weniger Skill, wo ich halt wirklich sage so, okay, er hat wenigstens die Eier gehabt und hat wenigstens den Invest gemacht zu sagen, ich spiele 200 Stunden, das kann ich auch machen. Aber da ist halt so, ey, das kann halt irgend so ein kleiner... Kannst du auch 15 Euro bezahlen? Ja, das ist halt so 15 Euro, also ich meine, dann, keine Ahnung, dann können die Leute auch einfach irgendwann sagen, hey, ich kaufe ein Spiel und für 50 Euro kaufe ich noch ein Safe-Game auf 100%, so, weißt du? Das ist halt das Gleiche. Was ich aber eigentlich, unabhängig davon, dass wir alle irgendwie DLCs scheiße finden und Pre-Order-Ding scheiße finden, wurde eigentlich in den letzten 2 Wochen, oder letzte Woche jetzt quasi auch, gefühlt überhaupt nicht über die spielerischen Qualitäten von Evolve geredet. Also es ist vollkommen egal. Keiner weiß, ob das Spiel gut ist oder schlecht. Alle sagen nur, DLC ist scheiße. DLC ist absolut eine Krütze. Ja, wieso? Man kauft doch ein Spiel wegen den DLCs. Nur wieder abkotzen zu können, dass es DLCs gibt. ich meine, letztendlich können wir da jetzt viel dran rummeckern. Und wir können nur hoffen, dass wenig Leute das kaufen und dass 2K merkt. Ja. Es ist irgendwie nicht so cool. Glaube ich nicht. Irgendwie glaube ich nicht daran. Das ist immer so dieser Hoffnungsschimmer. Genauso, wenn EA wieder Kacke baut, dass man dann sagt, ja okay, dann kaufen die Leute eben FIFA 16 nicht. So. Das Geile ist das halt wird immer, nicht passieren. Wenn du auch so in Steam-Foren oder so siehst, so irgendwie Call of Duty macht wieder irgendeinen Blödsinn oder so und dann heißt es so, ja, boykottiert das, kauft das bloß nicht. So, klickst auf sein Profil, Call of Duty 1 bis alles inklusive durchgekauft. Alle DLCs, alle Megapacks für 498 Euro oder so.
Und dann boykottiert das. Ja, aber letztendlich bleibt ja nicht viel anderes übrig. Wir können halt auch von unserer Seite aus nur sagen, das ist scheiße, das ist uncool, das gehört sich nicht, das ist frech, das macht auch vor allem spielerisch keinen Spaß, weil du wirst halt dann von dem Monster, verlierst dann und du sagst schon, ich schieb die Schuld auf die 15 Euro. So. Du hast halt nicht das Gefühl, oh Mann, ich habe jetzt verloren, weil ich schlecht war oder weil er besser war, sondern weil er, du hast immer diese Ausrede, er hat 15 Euro ausgegeben. Genau. So. Genau wie ich ja bei Battlefield sage, so, er hat 100 Stunden mehr gespielt als ich. So. Und das ist ja schon so eine Legitimation, die eigentlich sau uncool ist. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Ja. Ich will ja eigentlich wirklich sagen, ich habe verloren und es gibt eigentlich keinen Grund, weil ich war halt schlechter. Ja. So, weißt du, das ist doch eigentlich das, auch wenn das schwer ist einzugestehen, aber eigentlich sollte es da überall so sein. Ja, wobei, verlieren, da haben wir dann ja gleich den nächsten Knackpunkt bei Evolve. Es ist Nummer 1 gegen 4, Teamplay. Vielleicht sollte man vorher sagen, du spielst auf der PS4. Nee, ich auf der One. Du spielst auf der One, also Consolero, ich spiele auf PC Evolve. Und damit es nicht ganz so heuchlerisch klingt, ich habe den Vorbestellercode gekriegt. Also ich krieg den Bahamut oder Behemoth. Ja. Das Monster kriege ich dann, um mich dann selbst überzeugen zu können, wie kacke der ist. Fragst du danach deine Gegner so, fühlt ihr euch jetzt gut für Ich habe 15 Euro ausgegeben. Ich hab euch jetzt übrigens extra gewinnen lassen, nicht weil ich so schlecht bin, sondern einfach, weil ich bei euch das Gefühl erwecken möchte, dass diese 15 Euro nicht so viel wert sind. Ja, genau. Das ist meine Taktik. Ja, so machen wir das. Ich spiele ihn total kurz, dass alle denken, oh, was für ein scheiß Monster kaufen. Und dann kauft das keiner. Genau. Total gut. Müssen wir eigentlich mal so eine Kampagne fahren, ne? Ich glaube, ich werde nicht funktionieren. Du holst echt mit ganz vielen Leuten, spielst nur Behemoth, spielst total Grütze und alle sagen so, boah, das ist total scheiße, kauf den bloß nicht. Macht dann immer so springen und sagt, das ist ein Special Move und merken dann, dass gar keinen Schaden macht und so. Also, oh, der kommt angesprungen. Gar keinen Schaden. Ja, auch einfach keine Skills, Mann, damit die Leute denken, der kann gar nichts. Ja, nee, der kann ja auch nichts, aus meiner Sicht. Vielleicht wird er ja auch nichts können, wir wissen es natürlich alles noch nicht. Nein, aber wie du sagtest, aber dass man dann selber schlecht ist, das kannst du sagen, wenn du Monster spielst. Aber nicht, wenn du Team spielst. Also ich habe jetzt ein paar Runden gespielt, also ein paar mehr. Ich habe damals auch schon Alpha und Beta zumindest versucht zu spielen, wenn man mal ein Spiel gefunden hat und wenn es dann auch flüssig lief. Also in der Alpha gar nicht, in der Beta zwei Spiele. Ungefähr so sah es bei mir auch aus. Ich habe versucht, mit einem damaligen Redaktionskollegen zu connecten. Wir haben zwischendurch den Mortal Kombat gespielt, als wir doch versucht hatten, uns zu finden. Wir haben tatsächlich die wahnwitzige Idee gehabt, in der Alpha und Beta mit drei Leuten über Xbox Live zu spielen. Das ist mutig. Das war richtig mutig. Hat auch nicht geklappt. Obwohl, doch tatsächlich, es ist ähnlich wie bei GTA manchmal. Beim allerersten Mal, es klappt ohne Probleme. Jeder macht die, oh, so lass mal zusammen spielen. Ja, ich lade dich mal einen Bund drin. Ein Spiel, perfekt. Und danach hast du halt die Hölle im Haus. Danach hat es überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja, hast die Maus verschoben oder so, dann passt das alles schon nicht mehr. ich bin jetzt tatsächlich bei Evolve noch sehr zwiegespalten. Du meinst jetzt spielerisch? Spielerisch. Lassen wir jetzt, wie gesagt, ganze DLC-Gedöns weg, reden wir rein weg über das Spiel, wie es jetzt vorhanden ist. Auch ohne die hübschen Waffenskins und so. Ja, ich habe auch einen Goliath-Skin, der ungefähr genauso aussieht wie der andere, aber ist also egal. Ich warte noch drauf, was sind das für Skins? Sind die dann wirklich anders? Also der Goliath-Skin ist nur eine andere Farbe. Das ist auch der, den es in dieser Farbe gab. Boah, ich warte ja noch drauf, bis das so richtig peinliche, schlimme Sachen kommen. So der Weihnachtsskin und so. Der Weihnachtsgoliath. Oder so Sommer mit Sonnenbrille und. Gott, bloß nicht. Die sollen nicht das machen, was alle MOBAs machen. Bei MOBAs finde ich es ja noch ganz charmant, aber bei so einem ein Spiel, was versucht, sich ernst zu nehmen, wenn da plötzlich so ein Weihnachtsgoliath mit einem Tannenbaum um sich schlägt. Aber da muss ich jetzt wieder mal verteidigen, Dota übertreibt das nicht so wie LOL. Also wo du bei LOL halt irgendwelche DJs und Strand und Weihnachtsbeacon... Ey, nix gegen DJ Zona, ey. DJ Zona, real. Hast du halt bei, gerade, ich meine, du hast halt bei Dota noch diesen Warcraft-Hintergrund. Das heißt, sie versuchen es halt schon noch so ein bisschen im Rahmen zu halten. Du hast halt schon irgendwie mal so einen süßen Hund, der mitläuft oder so, aber dann auch wirklich nur bei einer Magierin oder sowas. Aktueller Update. Zum Beispiel sowas. Aber selbst das versuchen sie halt noch so im Rahmen. Aber du wirst halt niemals irgendwie... Keine Ahnung, jetzt so einen Bonbon tragenden oder so. Dunkelschmiede-Jarvin. So ein Dunkelschmiede-Jarvin oder so. Ja, das. Aber gut, ja, da hoffe ich, dass sie da wenigstens dann sagen, okay, wir machen mal eine andere Farbe oder so. Oder meinetwegen auch gern stilistisch ein bisschen anders, dass dann wahrscheinlich eher zwei Hörner hat oder so, was alles noch zu den ganzen Feeling zu kommen. Gut, versuchen wir es nochmal, reden wir jetzt über das Spiel, nicht über die Skins. Zwiegespalten, total. Einerseits muss ich sagen, es macht Spaß. Aber tatsächlich auch nur, wenn das Spiel so funktioniert, wie es gedacht worden ist. Gerade bei den Turtle Rock Studios, finde ich, durch Left 4 Dead, haben sie auch selber gesagt, dass sie sehr, 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 sehr viel Wert aufs Balancing legen, was ja auch sein muss. Ein Spieler gegen vier, also das Balancing muss stimmen. Und
es mag sein, dass sie es auch hingekriegt haben bei ihren Testspielen, wo jeder Spieler auf dem Level war. Aber online funktioniert es noch gar nicht. Also es ist, und offline auch nicht. Das ist auch das Lustige. Und zwar online ist das Problem, wenn du als Mensch spielst, also als einer der Hunter, mit deinen Teamkameraden, erstmal die Kommunikation. So, ich habe auch persönlich gar keine Lust, per Skype oder Teamspeak oder mit den Steamspeak, wie sich das auch nennen mag. Das heißt nicht... Ich weiß nicht, ob es Teamspeak heißt. Also auf der einen Seite wäre es schon cool. Voice Chat. Steamspeak. Steamspeak, ja. Steam Patent beantragt. habe ich halt eben auch keine Lust, mit irgendwelchen russischen 14-jährigen Kiddies zu reden oder Franzosen oder so, die wahrscheinlich nicht mehr Englisch können. Also wenn ihr da draußen, wenn ihr Russe oder Franzose seid, und erwartet nicht, dass ihr mit euch redet. Erwartet nicht, dass ich mit euch rede. Nee, aber das wird da auch automatisch so gar nicht angeboten. Du hast bei einem Knopf, geh, hier in der Redaktion habe ich ja nicht mal ein Headset dran, also ich könnte ja nicht mal reden, wenn ich wollte. Es fehlt auch noch, dass du während der Arbeit mit irgendwelchen russischen und französischen Kiddies schimpfst. Ich meine, bei LOL, also bei MOBAs, funktioniert es ja auch, dass du in ein Team reingeschmissen wirst. Okay, du hast zwar ab und an einen Troll dazwischen. Du wirst in ein Team reingeschmissen, aber die Rollen sind klar. Jeder spielt seine Rolle. Du hast halt eben Möglichkeiten zu pingen, also ein SS zu senden oder Hinweise zu geben oder Achtung, Rückzug. Oder die SA zu schicken. Oder die SS heißt bei MOBAs normal, dass der... Missing. Genau, Missing, danke. Dass auf der Lane also ein Gegner verschwunden ist, der sich dann irgendwie auf einer anderen Lane treiben könnte. Da funktioniert das alles, aber bei Evolve hat es bei all den Partien nicht mal annähernd geklappt. Auch nicht mal, dass man sagen könnte, okay, gut, wir waren doof, wir waren zu schlecht, Monster war zu gut oder ja, okay, da ist ein kleiner Fehler. Nein, ihr müsst es euch vorstellen, wie Kakerlaken, die ihr in der Hand habt, die ihr auf den Boden schmeißt, die werden nicht alle in eine Richtung laufen. Mach das Licht an, Max. Du siehst, wie sie in alle Richtungen streuen. Ja. Und du kannst versuchen, wenn du sagst, okay, ich spiele jetzt ernst, du kannst versuchen, hinter einen hinterher zu laufen. Und dann dreht er sich um und dann läuft er irgendwie am Rand und dann schwimmt er auf einmal und dann denkst du, okay, hier sind die scheiß Fußspuren, da müssen wir hin. Ich glaube, also generell, jetzt gerade, wo ich auch drüber nachdenke, ist es eigentlich schon erstaunlich, wie gut das bei MOBAs funktioniert, weil, also du spielst ja jetzt deutlich mehr League of Legends, ich spiele deutlich mehr Dota, aber da ist es tatsächlich, gerade wenn du jetzt in etwas höheren, ja bei euch sind es Elus oder halt in deutlich höheren MMR-Ratings bist, und die Leute schon ein bisschen was drauf haben. Es ist stellenweise krass, wie viel quasi eigentlich ohne Sprache funktioniert. Du hast deine Pings, du kannst einfach nur Sachen auf der Map markieren. Genau. Du kannst halt auch zum Beispiel bei Dota auch Sachen auf der Map malen. Du kannst so Striche ziehen und so. Du hast dieses, hey, unten fehlt ein Hero oder so. Mhm. Und letztendlich ist es halt schon so, dass du auch am Anfang mittlerweile sagen kannst bei der Hero-Auswahl, auf welche Lane du gerne möchtest, was ja jetzt bei Dota noch so ein bisschen variabler ist. Und sobald das einmal fest ist, so der geht in die Mitte, das ist der Support, der geht damit, funktionieren eigentlich die ersten 15 Minuten ziemlich gut. So, wo du sagen musst, okay, das ist eigentlich schon so komplex und hey, geh du und der kommt aus der Mitte und rotiert runter und so. Selbst das funktioniert mit wenigen Pings. Ich glaube aber, das liegt daran, dass quasi ein Spiel, egal ob jetzt Dota, Smite, League of Legends, was auch immer, hat halt einen recht linearen Ablauf. Du hast ganz klar eine Laning-Farm-Phase am Anfang, die geht dann mal bis dann und dann. Dann hast du so eine ganz klassische, so ein Mid-Game, was irgendwie sich so orientiert zwischen Farmen und so weiter und so fort. Und dann immer das Late-Game. Das hat jeder nach ein paar Spielen schon verstanden, wie das funktioniert. Bei Evolve ist, glaube ich, das Problem, dass keiner so richtig verstanden hat, wie eigentlich das Spiel ablaufen soll, wie man eigentlich Monster jagt, oder? Wahrscheinlich. Und jeder hat andere Vorstellungen davon. Vielleicht pendelt sich ein, aber prinzipiell ist das, ich meine, die Grundregeln sind easy. Du hast die Fußspuren, du hast Daisy, du hast die aufschreckenden Vögel, lauf dahin. Es sind andere Monster in der Gegend, die dich nicht angreifen, greif sie nicht an. Du hast als Hunter prinzipiell keinen Vorteil, bis auf die Dicken, wo du die paar Buffs kriegst, hast du keinen Vorteil davon, Monster zu killen. Okay, der Große kann die nicht mehr fressen. Na doch, und du kannst ihn damit anlocken, weil er das, glaube ich, sieht oder so, ne? War das nicht auch so? Naja, ich glaube nicht, dass auf Stufe 1 ein Monster angelockt kommt. So, da geh ich mal hin. Das klingt auf jeden Fall vertrauenswürdig. Nee, also prinzipiell ist das Prinzip ja klar. Also wenn das Team es ja nicht mal schafft, diesen Fußspuren zu folgen, der eine dann von der Pflanze gefressen wird, die anderen ihnen dann aber auch nicht helfen, sondern weil die völlig woanders hinlaufen. Und dann wundern, und ich habe die Sachen aufgezeichnet, dann wundern, dass der Assault in den Kampf gegen einen Stufe 2 Goliath geht, stirbt.
Denn der Medic hinterherhechtet, auch im Kampf stirbt. Das ist ja natürlich so. Oh, komm mal her, tot. Ach, da kommt der nächste, tot. Ach, da hinten bist du auch noch, tot. Ja. Ich hab's auch auf der anderen Seite, habe ich auch genau dasselbe. Auch alles mitgecaptured. Konnte ich die schön nach und nach farmen. Ich nenne es jetzt mal farmen. Meine kleinen Minions, die kleinen Hunter, konnte ich farmen. Ja. Und das hat halt eben, ja, also man kann nur hoffen, dass ich einpenne. Ich hatte natürlich auch ein paar schöne Momente direkt, wo mit einem Team, mit dem ich zwar nur verloren habe, das auch so chaotisch war, aber eins war schon mal bei denen klar, als der Goliath Stufe 3 war, sind alle automatisch zu dem Generator zurückgelaufen, haben die Fallen ausgelegt, haben alles dafür gesorgt. Da funktioniert es dann wieder, da wissen alle, was Phase ist. Ja, da wissen die, jetzt gibt's Backenfutter. Jetzt habe ich alleine als Assault keine Chance mehr gegen den Goliath.